Leute, hier ist wieder Füssen aus Berlin. Ich war eben laufen, seit langer Zeit wieder mal richtig so ausgepowert und draußen laufen gegangen. Vielleicht so 1, 2 Kilometer, ich weiß nicht. Ich glaube, es war jetzt nicht so dermaßen viel. Es war auch nicht durchgehend auf jeden Fall. Ich merke auch, dass der Fuß. Da hatte ich halt in letzter Zeit immer so ein Ziehen in der Innenseite und ich habe gemerkt, da muss ich ein bisschen mehr machen. Und da muss ich aber auch den Fuß langsam dran gewöhnen, dass er wieder belastet wird, weil das Herumsitzen und nichts tun, merke ich, ist nicht gut für meine Muskulatur und für das Gewebe, gerade was verletzt war letztes Jahr, muss trotzdem noch irgendwie ein bisschen beansprucht werden, weil in der Zeit, wo ich trainiert habe und getanzt habe und wo ich auch ein bisschen weniger Gewicht hatte, ich habe nämlich so 1, 2 Kilo zugenommen und habe jetzt wirklich ein Kampfgewicht erreicht von 69, was für meine Verhältnisse viel zu viel ist. Und da will ich wieder 2, 3 Kilo auf jeden Fall runter, damit das für die Muskulatur und die Knochen besser ist. Ja, und daher habe ich mich entschlossen, jetzt täglich so eine Lauf-Challenge zu machen, ein bisschen rumzulaufen. Einfach auch, um meine Energie loszuwerden. Ich merke einfach, dass ich viel zu viel Energie habe in mir drin und dadurch auch so ein bisschen nervöser werde. Also das Adrenalin muss auf jeden Fall abgebaut werden und das ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe mir eine ganze Weile lang irgendwie davor mich gefürchtet, überhaupt wieder zu laufen, wegen halt deshalb, dass ich mir letztes Jahr gebrochen habe. Aber es ging eigentlich relativ gut heute und da ist auch Corona-bedingt vielleicht eine Herausforderung, mal wieder laufen zu gehen, ne? Weil es ging auch mit der Atmung, ging das relativ gut, obwohl ich jetzt zurzeit wirklich sehr heuschnupfend belastet bin. Meine Augen tränen, immer wenn es halt wieder wärmer wird, meine Nase läuft, das ist halt der Heuschnupfen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich eine gute Lungenleistung, fand ich. Also es ging nicht daher, dass ich nicht durchgehend laufen konnte, weil ich nicht genug Luft bekommen habe, sondern eher, weil ich noch das Frühstück in mir hatte und das irgendwie noch gearbeitet hat, habe ich das Gefühl gehabt. Und auch an meiner Hüfte auf der Rückseite, also wo das Steißbein ist, hat es gezogen. Da musste ich sehr oft mal dehnen. Aber das sind halt die Belastungen, die der Körper momentan nicht gewöhnt ist. Und je mehr ich das gewöhne, auch mein Knie hat, als ich hochgelaufen bin, die Treppen hat ein bisschen wehgetan auf der linken Seite. Aber je öfter ich ein bisschen, ja, mich wieder anstrenge und auch von dem Gewicht wieder runterkomme, hoffentlich, umso besser wird es. Und ich will auf keinen Fall noch mehr Gewicht zulegen. No way. Weil 70 Kilo ist immer so das Limit gewesen. Und jetzt weiß ich auch wieder, dass ich zurückschrauben werde. Essenstechnisch werde ich natürlich mich nicht limitieren. Das wäre Quatsch, vielleicht ein bisschen mehr aufpassen in letzter Zeit. Ich glaube, dadurch, dass ich auch einfach nur rumgesessen habe, habe ich irgendwie Lust mehr auf so fettiges Zeugs gehabt, was eigentlich gar nicht meinem, ja, mir entspricht. Ich mag fettige Sachen eigentlich nicht so sehr. Aber da werde ich auch so ein bisschen gegensteuern, wieder ein bisschen mehr Gemüse und Obst essen, was ich eigentlich auch relativ gerne esse. Und ja, dass ich da ein bisschen von dem Gewicht wieder runterkomme. Natürlich werde ich mir, wenn ich mal Lust auf Eis oder irgendwie Süßes habe, das nicht verwehren. Das mache ich auf keinen Fall. Nur halt, dass ich wieder da ein bisschen ein bisschen lower gehe. Ja, ansonsten mache ich ja jetzt täglich immer auch so ein Tanzrahmenprogramm von meiner Akademie, die mir das anbietet, dass ich da, ja, dass ich da halt letzte Woche, also vorgestern war das, glaube ich, da hatte ich auch Ballett gehabt, das hatte ich echt krass vermisst. Das ist auch gut für die Haltung und so. Und dann merke ich auch, wie ich da das gemacht habe, habe ich schon eine bessere Haltung. Und
Tribal Fusion hatte ich auch gemacht, das hatte ich auch voll vermisst. Und ja, darauf freue ich mich wieder, dass das auch wieder langsam anstartet, zumindest online-technisch, aber ich fand es eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Ich hatte es am Anfang mit meinem Handy gemacht, immer über Zoom, die Verbindung aufzubauen. Da musste ich halt immer mit Brille gucken und so. Und das fand ich nicht so günstig. Aber jetzt, wo ich es über einen PC habe und dann Link dazu, geht das besser. Da habe ich jetzt nicht mehr so die Probleme. Dann kann ich das Bild auch im Großen, im Gesamten sehen und brauche nicht meine Brille und enjoye das auch mehr. Ja, ich wundere mich auch, dass ich so ein bisschen träge war die ersten zwei, drei Wochen der Corona-Epidemie. Da hatte ich irgendwie zu gar nichts Lust. Vielleicht lag das auch daran, dass keine Sonne da war. Ich bin schon so ein Sonnenkind. Und irgendwie habe ich mir halt diese ganzen Funde in diesen zwei, drei Wochen angefuttert. Aber jetzt merke ich meine Energie wiederkommen. Und dass ich auch wieder Lust habe zu irgendwas. Und ich mache auch, versuche auch meine Dehnung und Kraftsporteinlagen auch weiter zu verfolgen täglich. Ich lasse es, wenn ich merke, das wird jetzt mir doch zu viel, einmal halt das droppen. Aber auf jeden Fall werde ich ja, das tägliche Laufen jetzt mit reinnehmen, solange mein Fuß und meine Gelenke das mitmachen. Ich jetzt merke, oh, das schmerzt mir im Knie oder so zu sehr, dann muss ich das natürlich lassen und werde wieder auf Spaziergehen umswitchen. Aber solange es geht, finde ich, ist das eine gute Sache, um halt den Stoffwechsel wieder in Trab zu bringen. Da merke ich schon, dass der Stoffwechsel so ein bisschen erschlafft ist. Und auch einfach, um die Lunge zu trainieren. Das ist auch das Beste gegen Corona, ne? Die Lunge zu trainieren. Und dass das so gut klappt, hätte ich nicht gedacht. Ich freue mich richtig. Ich kann auf meine Schulter klopfen, dass das heute so gut geklappt hat. Ja. Ansonsten, ernährungstechnisch versuche ich jetzt wieder ein bisschen mehr auf gesund zu switchen. Ich werde versuchen, nächste Woche wieder in diesen Asia-Shop zu gehen, damit ich da schön Edamame und so hole. Die esse ich ja so gerne, ist aber auch halt alle. Ja. Und dann versuche ich auch ein bisschen jetzt, wo es wieder wärmer wird, ein paar Salate zu machen, vielleicht so Wassermelone zu essen und so eine Geschichten. Und ja, ich freue mich schon auf die warme Jahreszeit. Und ansonsten geht es mir gut. Ja, das war's eigentlich. News und Facts und ja, und wenn ich so ein bisschen abgenommen habe, werde ich euch über mein Gewicht informieren, ob das jetzt so klappt. Mit dem Training und dem Abnehmen und mit dem Essen. Ja, dann sehen wir uns bis nächste Woche. Tschüss.